Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Thema Tuning steht an und in dem Fall schauen wir uns mal die Komplettgabelbrücke von PZ-Tuning genauer an. Auf den ersten Blick finde ich persönlich, ist das ein wunderschönes Bauteil. Ist natürlich wieder Geschmackssache, nicht jeder mag das. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Nichtsdestotrotz schauen wir uns mal an, wie wird das alles eingebaut und vor allen Dingen, wie sorgt dieses kleine Stück dafür, dass die Fahrstabilität vom Fahrwerk deutlich verbessert wird. Im Set haben wir beide Gabelbrücken, die Lagerschalen sowie die Lager mit Staubkappen, eine Einstellschraube mit Kappe und die große Schraube zum Festziehen. Als letztes noch das Teilegutachten. Eine Sache, die mir am besten gefällt, wir müssen nichts am Rahmen kürzen, wie es bei anderen Bausätzen der Fall ist. Vor dem Einbau steht der Ausbau, den überspringen wir allerdings, denn dieses Set wird an einem Neuaufbau montiert. Bevor es aber losgehen kann, solltet ihr sicherstellen, dass diese Fläche frei von Farbe und Dreck ist. Reinigt sie mit Schleifpapier, falls nötig, und vergesst nicht die Unterseite. Prüft danach, ob euer Steuerrohr auch noch rund ist. Sollte es hier schon etwas oval sein, kann das beim Einbau zu Problemen führen und zeigt auch, dass der Rahmen bereits, wodurch auch immer, überbelastet wurde. Die Lagerschalen sind bei uns beschriftet. Entsprechend fangen wir mit der oberen an und legen sie auf. Die Wandstärke ist zwar recht kräftig, da hier aber ein Lager eingesetzt werden muss, möchte ich kein Risiko eingehen und lasse den Hammer lieber weg. Ein falscher Schlag kann den Umbau zunichte machen. Aus dem Grund nehmen wir uns eine große Unterlegscheibe. Entweder so groß, dass sie oben vollständig aufliegt, oder eine, die gut ins Innere passt. Den Rahmen wärmen wir auf. Das sollten wir aber nicht übertreiben. Wenn der Lack erstmal Blasen schlägt, war es zu viel. Als nächstes nehmen wir uns eine Gewindestange und stecken die obere Lagerschale auf. Jetzt heißt es langsam und mit Bedacht anziehen. Wir sehen, bei mir zieht sich die Lagerschale etwas schief, löst dann die Gewindestange wieder und versetzt sie in die Richtung, an der die Schale noch nicht so recht will. Das wiederholen wir, bis die Lagerschale vollständig im Rahmen sitzt. Da am Rahmen nichts angebaut ist, kann ich ihn einfach auf den Kopf drehen. Das würde ich euch an der Stelle auch empfehlen, es erleichtert den Einbau massiv. Warum genau, sehen wir gleich nochmal. Die untere Lagerschale wird auch aufgesetzt und wie zuvor eingezogen. Kontrolliert anschließend, dass sie gerade und vollständig im Rahmen ist. Als nächstes wärmen wir die Lagerschalen auf. Dies machen wir, damit die eine Lagerseite gleich gut in die Schale rutscht. Achtet darauf, dass sie bis zum Anschlag in der Lagerschale sitzt. Den Rahmen drehe ich nun auf die Seite. Würde ich ihn ganz umdrehen, könnte das eben eingesetzte Lager wieder herausfallen. Auch unten heizen wir die Lagerschale wieder auf. Sollte es nicht auf Anhieb klappen, brecht ab und macht die Lagerschale etwas wärmer. Versucht es dann nochmal. Jetzt lassen wir alles abkühlen. Danach sollten die Lager festsitzen und nicht mehr herausfallen. Jetzt müssen wir noch die Gabelbrücke an sich vorbereiten. Reinigt nochmal alles gründlich. Legt dann die Staubkappe mit dieser Seite nach oben auf. Jetzt kann das Kegelrollenlager aufgesetzt werden. Das sollte auch ohne Erwärmen funktionieren. Kann hier oben aber etwas hakeln. Stellt sicher, dass hier kein Grat ist. Die breite Seite gehört dabei nach unten. Drückt es dann leicht in Position. Das Lager kann schon mit Mehrzweckfett eingefettet werden. Viel hilft hier auch viel. Auch die untere Lagerschale darf etwas eingefettet werden. In die große Abdeckschraube drehen wir die Einstellschraube ein. Mit dieser Einstellschraube können wir nachher das Spiel im Lenkkopflager einstellen. Ist die Einstellschraube weiter herausgedreht, wird das Lager lockerer. Ist sie weiter drin, entsprechend fester. Das obere Lager und die Lagerung im Rahmen werden auch gefettet. Das Lager wird dann aufgesetzt, gefolgt von der Staubkappe, diesmal mit der Gummilippe nach unten zeigend. Die obere Gabelbrücke folgt als nächstes. Oben an der Gabelbrücke sehen wir nun diese Differenz.
Diese ist es, die wir mit der Einstellschraube überbrücken. Drehen wir sie weiter rein, ziehen wir den unteren Teil hoch und damit verringert sich das Spiel. Hier sollte die große Abdeckschraube so weit aufgeschraubt werden, bis sie die obere Gabelbrücke berührt. Danach wird die Imbusschraube eingeschraubt. Die Abdeckschraube soll sich dabei nicht mehr mitdrehen und damit die Einstellung verändern. Laut Anleitung im Gutachten soll die Abdeckschraube mit einem 32er Maulschlüssel festgehalten werden. Wie wir sehen, passt das nicht. Schade. Anschließend soll die Inbusschraube mit 32 Newtonmeter angezogen werden. Dass sich die obere Brücke danach noch unabhängig bewegen lässt, ist normal. Und das muss auch so sein. Wir müssen darüber später die Gabel ausrichten. Die Gabel wird dann an diesen vier und unten weitere 6 Schrauben befestigt. Sie werden mit 10 Newtonmetern angezogen. Im Vergleich zu den anderen Gabelbrücken oder der originalen haben wir hier einen Knick. Er sorgt dafür, dass das Moped etwas angehoben wird. Was passiert dabei? Um das genau zu sehen, ziehen wir eine gedachte Linie aus dem Drehpunkt der Lenkung, also dem Lenkkopflager. Dabei muss es immer so sein, dass der Punkt, an dem diese Linie den Boden berührt, vor dem Rad liegt. Denn das Rad läuft diesem Punkt immer hinterher. Wir kennen das alle vom Einkaufswagen. Auch hier ist das der Fall. Egal wie wir den Wagen bewegen, das Rad dreht sich immer so, dass es diesem Punkt hinterherläuft. Legen wir jetzt das Moped etwas hoch, dabei ist der Drehpunkt des Mopeds die Hinterachse, verlängern wir den Abstand zwischen Rad und der Linie. Das bedeutet, das Rad möchte noch mehr diesem Punkt hinterherlaufen. Und das wiederum sorgt für eine höhere Fahrstabilität. Jetzt aber genug davon. Wie sieht's aus? Gefällt euch diese Gabelbrücke? Wäre das eine Alternative für euer Moped? Insbesondere, wenn es hier vielleicht in Richtung TÜV-Moped oder sowas geht. Immer rein damit in die Kommentare. Und wer noch nicht abonniert hat, jetzt einmal nachholen, ist die Gelegenheit. Vielen Dank. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.